Zu mir! Männer, zu mir! Wir flüstern, der Gott! Erneut Kreis! Bildet wieder einen Kreis! Einordnen, einordnen! Sehr gut, sehr gut! Trupp 1 von links! Trupp 2 folgt mir, wir nehmen sie von rechts! Zwei an Reihe! Folgt mir! Ihr werdet einem Kaiser doch nicht wehtun. Tu das nicht, ihr werdet es bereuen. Seht ihn in Roman! Seht ihn an! Bring ihn zu Beinen! Er hat Pippi in den Augen! Tu das nicht! Tu das nicht! Heinrich! Du bist der letzte Sager! Und ich werde dein Geschlecht ausrotten! Zuerst deine Weiber! Dann deine Kinder! Und dann deine Kindeskinder. Und für dich habe ich ein besonderes Geschenk mitgebracht. Oh. So singen die Sachsen über Heinrich. Da liegt er, der arme, geschlagene Mann, verfolgt von seinem Wahn, Kaiser zu sein. Im Dreck liegt der arme Mann. Nichts übrig von all der Macht, dem Reichtum und dem Geschlecht der Salier. Aber, liebe Freunde, wir haben euch nur ein kleines Schauspiel gezeigt. Der Kaiser ist nicht tot, leider auch nicht anderweitig beschädigt. Und leider kann keiner dieser wackeren Recken die 150 Gold für sein Gemächt bekommen. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen, als wir euch ein bisschen versucht haben, durch die Geschichte der Salier zu führen. Und ich hoffe, ihr kommt alle nächstes Jahr wieder. Und bitte, trink doch mal ein bisschen Sonne. An dieser Stelle möchte ich die Zeit nutzen, allen danken, die mitgeholfen haben. Vor allem den verschiedenen Gruppen, deren Namen ich sowieso nicht aussprechen kann. Ich versuche es zum Teil. Mit Abkürzungen die Equis, die Württemberger, die Hospitaliter, die Freien Lanzen. Ich muss fragen, wie die heißen. Wie heißt ihr nochmal? Die Fechter ist viel einfacher, die Fechter. Die Löwenritter. Was bitte? Ah, Verzeihung, die Vasallen.
Habe ich jemanden vergessen? Ah, die Wölfe des Halbmonds! Ah, natürlich. Und das letzte, unser Kaiser Heinrich vom Hohen Lohr Aufgebot. Und ich vergaß den Veranstalter, der Verein Kursport e.V., vertreten durch unseren Marco Wilzi auf dem Schlachtfeld. Das hat ziemlich lange gedauert. Und vielen Dank für die Technik der Württemberger. Vielen Dank dafür. Und besonders danke ich Gunter Geiger von den Wölfen des Halbmonds, der hier die Dahlia-Saga geschrieben, inszeniert und durchgeführt hat. Wir bedanken uns für das großartige historische Stück und hoffen, dass wir nächstes Jahr was Ähnliches auf die Beine stellen können. Vielen Dank, Gunter. Dankeschön. Und euch allen wünsche ich noch einen schönen restlichen Markttag und irgendwann ein gutes Nachhausekommen und hoffentlich auch nächstes Jahr. Vielen Dank.